Wir kommen in die neue Lagebewertung. Die wird notwendig wegen des Ukraine-Konflikts. Dann habt ihr sicherlich schon was davon gehört. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Ich will hier nicht die ganzen Details eingehen. Ein paar wichtige Details sind dabei. Wir leben ja momentan eh in einer Inflation. Und ja, gestern ist die Börse nochmal um 5%, also 500 Punkte abgestürzt. In Deutschland, ja. In Donbass und in einigen anderen Regionen sogar wesentlich mehr. Nachdem ja Russland die zwei Länder anerkannt hat und Kuba und andere folgen wollen mit dieser Anerkennung, wird es dort definitiv zu einem Einsatz russischer Kräfte in der Ukraine geben. Und damit ist auch, so sehe ich das, gestartet, dass die EU Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Deutschland wird sich aus den Kampfhandlungen raushalten, die NATO, allen voran die USA, da bin ich mir nicht sicher. In der USA laufen zurzeit einige Dinge ab, die ihr so nicht mitkriegt. Ich habe da über einen Kontakt auch was mitbekommen jetzt. Zum Beispiel kauft das Rote Kreuz alles auf, was geht im Bereich Survival, im Bereich Notfallversorgung. Das ist schon sehr, sehr komisch. Es werden viele, viele Truppen und viel Material in die Ukraine verbracht. Man sagt zwar teilweise, dass es irgendwelche normalen Versorgungsflüge wären, aber gerade das beunruhigt mich, dass es da offensichtlich ein bisschen gelogen wird. Denn ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass sehr viel mehr Kriegsmaterial rübergeschafft wurde, als man zugeben will. Welche Auswirkungen hat das auf uns in Deutschland? Gut, wenn die EU wirklich Putin und Russland abstraft und Konventionen verhängt und möglicherweise den Zugang zu den Finanzmärkten sperrt, dann vergessen wir ja nicht eins, oder dann sollten wir nicht eines vergessen: Wir sind abhängig vom Öl und vom Gas aus Russland. Oder wollen wir es über die USA beziehen per Schiff? Das wird sehr viel teurer. Die USA, lustigerweise, bezieht auch einen Hauptanteil ihres Erdgases aus Russland. Also Russland liefert die USA oder auch nicht mehr und dann kriegen wir Gas oder auch nicht mehr. Ihr habt sicherlich mitbekommen, es gab ja im Februar schon zwei ernsthafte Vorfälle im Bereich Blackout. Da wäre es fast zu einem Blackout gekommen. Wenn jetzt unsere Gasläger, die eh leer sind, noch weiter sich leeren, dann steht für den Notbetrieb der Gaskraftwerke auch kein Gas mehr zur Verfügung. Ich sag's mal so, ich rechne damit, dass das Ganze noch weiter eskaliert und ich rechne damit, dass die Versorgungslage dadurch schlechter wird. Auch die Blackout-Gefahr sich erhöhen wird. Ihr habt ja alle schon Vorräte angelegt. Schaut, dass ihr noch übrigen könnt an Geld und stockt noch ein bisschen auf. Das ist mein Rat, vielleicht kommt es nicht, vielleicht kommt es. Ich würde auf jeden Fall noch aufstocken. Werden wir auch noch tun. Und ja, unser Vorteil ist, es wird bald Frühling, es wird bald wärmer. Vielleicht kann man dann auch das Gas komplett weglassen, denn der Gaspreis wird weiter steigen. Wir haben jetzt schon in Deutschland eine Steigerungsrate auf 119%, beim Strom auf ungefähr 60%, Erdöl auch ungefähr 60%, na 56, nahezu 60. Und das wird nicht besser werden, Leute, das wird schlechter werden. Meistens kommt ja die Abrechnung im Mai. Mal schauen, wie viel ich nachzahlen muss. Ich gehe von einer stolzen Summe aus. Also legt euch auch ein bisschen mehr Bargeld zur Seite, um notfalls die Rechnung bezahlen zu können. Denn wenn man die nicht zahlt, wisst ihr ja, irgendwann drehen sie einem Gashahn ab. Ja, die Lage schaut nicht sehr gut aus. Wenn in Deutschland die Börse um 5% gefallen ist, jetzt schon, dann ist davon auszugehen, dass der Trend nach unten sich fortsetzen wird. Viele Leute werden aussteigen aus Geschäften, die mit Russland und Ukraine zu tun haben. Und wenn das weiter nach unten geht, wird es auch Panikverkäufe geben, was natürlich den Kurs weiter nach unten beschleunigt. Das Ganze könnte auch zu einer Finanzkrise werden.
will jetzt hier keinen Senf erzählen, aber davor wird ja schon seit Jahren gewarnt, dass wir auf eine Finanzkrise zusteuern. Von Experten, Dirk Müller etc., die hier schon seit langem drauf beharren, dass so etwas kommen wird. Vielleicht ist es morgen schon soweit. Vielleicht dauert es auch noch eine Woche. Niemand kann es jetzt abschätzen, was passieren wird. Aber dass sich etwas bewegen wird, ist klar. Nachdem Russland und der Ukraine-Konflikt die Dinge beschleunigen, sehe ich Handlungsbedarf für uns alle. Blackout, ihr seid auch fit genug, euch zu informieren, was Blackout bedeutet. Blackout ist ja nicht nur das Licht geht aus. So ein Brand wie in Essen wird dann nicht mehr gemeldet werden können beim Blackout, weil ja kein Telefon mehr funktionieren. Aber es gibt ja noch weit mehr Auswirkungen. Die Versorgungslage wird schlechter werden, nachdem die Tankstellen ja dann auch kein Diesel mehr in Kraftwagen bringen, weil die meistens mit Elektropumpen versehen sind und. Unsere Hochwasserbehälter werden mit elektrischen Pumpen bespeist. Ich muss euch das nicht sagen. Ihr wisst das ja. Ich habe das auch schon mal gesagt. Aber sollte es wirklich so weit kommen? Ja, momentan, ich sag mal, sind wir knapp davor. Ganz, ganz, ganz knapp davor. Und die USA, die wird die NATO, auch wenn Deutschland sich nicht beteiligt, in einen vielleicht sogar kriegerischen Akt in der Ukraine führen. Wie oft die USA schon einen Krieg begonnen hat, mit Rechtfertigungsgründen, die sich nachher als falsch herausgestellt haben, und wie oft sie dann schon die NATO-Verbündeten zur Kasse gebeten hat, weil sie ja ihre alte, schon fast abgelaufene Munition verschossen hat in den Konflikten und wir dann munter diese Sachen zahlen durften. Schaut euch die Vergangenheit an, die jüngste Vergangenheit an. Wo überall es eskaliert ist, wenn sich die USA eingemischt hat. Und die NATO-Erweiterung Ost ist jetzt bis an die Grenzen von Russland vorgedrungen. Und dass Russland das nicht gefällt, ist klar. Da gab es Zusagen, die nicht eingehalten wurden, Leute. Ich will ja keine Schuld jetzt an Russland geben oder der EU oder der USA. Und zum Streiten können immer zwei. Und es hat auch auf uns keinerlei Auswirkungen in dem Sinne. Außer, dass momentan halt alles ein bisschen wackelt. Ein bisschen sehr wackelt. Also, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, bereitet euch noch vor. Besorgt euch noch ein bisschen Vorräte. Vergesst nicht Hygieneartikel. Nicht nur Lebensmittel sind wichtig, auch Hygieneartikel. Euren Wasservorrat. Schaut, wo ihr Brachwasser herkriegt für die Toilettenspülung oder andere Dinge. Das Ganze könnte sehr, sehr schnell eskalieren. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.